Hallo und seid ganz herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin die und wie ihr sehen könnt, haben wir hier letzte Folge aufgehört. By the way, wir zocken die Überwürfel 2. Jo. Alles klar, Hoffmann. Tun wir's. Ich war jetzt nur kurz im Spiegel, hab gespeichert und ja, jetzt kannst du direkt weitergehen. Wir müssen durch die Feuerrad und dann zu Theodor. Zu Pater Theodor. Hoffmann ist dabei. Ich nehme mal stark an, dass sie gleich verrecken wird. Ich muss ihn von hier an tragen und bedienen. Er müsste uns vor dem Feuer schützen, hält aber die Dinger da drin nicht davon ab, uns töten zu wollen. Keine Sorge, um die kümmere ich mich. Okay. Wird schon schief gehen. Damit gehe ich d'accord. Okay, das hier ist nicht schlecht. O'Neill? Nicht schlecht. Bleiben Sie nur innerhalb der Kuppel. Los! Okay, wir müssen sie... Ich kann durch die ganzen Flammen nicht sehen. Ich werde jetzt erstmal hier die Shotgun nehmen. Folgen Sie mir. Ich kenne den Weg. Okay, leck. Tut mir leid. Aber wir wurden, haben da oben schon das Auge gesehen. Einer kommt durch. Ich hab ihn. Der Schädel ist weg. Sie hätte für uns auch noch Munition, aber für Pistole. Ja, deswegen werden wir jetzt erstmal switchen. Noch einer. Passen Sie auf, Hoffmann. Wo? Dafür sind Sie zuständig. Wo? Na toll. Die sind überall. Au, ich dachte, ich kann ihn... Okay. Hoffmann, hör auf, dich zu bewegen. Ach, ich bin zu hibbelig. Okay, ist gut, dass unsere Pistole macht ganz gut Damage. Da hinten. Jo, ich sehe ihn. Ernsthaft, unsere Pistole macht den Dinger mehr Damage als unsere Shotty? Wie weit noch? Danke. Wird viel länger, wenn man drin ist. Ja, was gut ist, hier liegt immer was rum. Das heißt, er hat Angst. 7. Ja. Nicht so schnell, Hoffmann. Ich verreck gleich. War schon krass. Ich dachte, das wäre einfach nur so eine kleine Feuerwand. Aber hier geht es ja wirklich ganz gut ab. Also das Feuer ist hier komplett durch. Wir sind gleich da. Nicht stehen bleiben. Wir sind fast da. Warten Sie. Mit dem Stabilisator stimmt was nicht. Können Sie ihn reparieren? Ich arbeite dran. Läuft. Geben Sie mir Deckung. Ja. Was mache ich denn? Fuck. Au. Ah, verdammt. Ich bin hier ein bisschen unter Druck, also entschuldigt mein Aim. Lässt sich leider nicht unbedingt so leicht verhindern. Das war gut. Knapp. Ich dachte doch, er zickt rum. Okay. Wie schaut's aus? Geh weiter. Sie hat nur noch 11 Munition, aber wenn wir die nicht verprassen, kommen wir damit zumindest durch. Beeil dich. Bedauern Sie es schon? Damit kann ich wieder gut machen, was ich Lilly angetan habe. Und all den anderen, die wegen mir im Stamm sind. Also nein, ich bedauere es nicht. Der ist normal. Okay, Spritze geben. Halt dich ja zurück, Hoffmann. Das war leider nur der Arm. Okay, der scheint tot zu sein. Wo? Fuck, ich sehe keinen. Boah. Alter, das war jetzt fast zu spät. Aber ich find's gut, dass sie Munition für uns hat. Immer schön nach Lootkisten Ausschau halten.
Hoffmann, was ist los? Oh, nicht schon wieder. Er fällt wieder aus. Warten Sie. Beeilung, hier wird's ziemlich heiß. Okay. Okay, so wie es aussieht, haben wir es. Aber wir haben Minus an Pistolenmunition bis jetzt. Er läuft wieder! Sehr gut. Wir müssen raus! Los! Sie hat nämlich nicht mehr so viele Kugeln übrig. Verbrauchst du nicht noch mehr! Laufen Sie! Fast geschafft! Nein, Hoffmann! Hilf hier! Hilf hier! Dann hat sie es gleich hinter sich. Oh nein. Hoffmann, nein! Oh nein. Okay, Theodore. Jetzt wirst du geschlachtet. Tut mir leid, Yukiko. Er wird dafür bezahlen. Versprochen. Nach all dem bin nur noch ich übrig. Aber er wird mich nicht aufhalten. Ist nur die Frage, was erwartet mich über ihn? Wenn da draußen schon diese üblen Zombies waren. Sind dann hier noch krasse Zombies drin oder einfach mehr Zombies? Oder ist hier gar nichts drin und nur Bossgegner? Fragen über Fragen. Aber wir kriegen hier noch Loot, also Waffenteile. Was bedeutet, irgendwann kommt noch mal ein Spiegel. Dann zurücklaufen können wir ja nicht mehr. Was auch ganz gut ist, im Falle der Fälle könnten wir hier improvisieren. Wir brauchen halt hier um einiges mehr, also unsere Ressourcen reichen nicht mehr. Wir reichen nicht mehr ganz, aber zumindest könnten wir jetzt ein bisschen improvisieren. Okay, Theodors Manuskript 1. Dieser Ort, Union, hat unglaubliches Potenzial. Omobius hat es verschwendet. Sie verstehen nicht das Ausmaß von dem, was sie geschaffen haben. Man stelle sich vor, eine ganze Welt voller Bekehrter, ihre Erinnerungen alle überschrieben und neu programmiert, alle verbunden mit einem zentralen Gedächtnis, dem Kern. Meine Befehle, die mit einem einfachen Gedanken übertragen und nicht in Frage gestellt werden. Ich könnte meine eigene geistige Utopie innerhalb von Tagen statt Jahrzehnten umsetzen. Er ist machtbesessen, aber das wissen wir ja schon. Das sah gerade aus wie eine Drohne von Rainbow Six. Okay, ich schau noch schnell, wo wir hin. Na ja, klar. Hier ist eine Tür. Und ach, wir wundern uns halt drüben, sind Türen. Ich glaube, ich werde erstmal hier hingehen.
Warte mal, die sind alle noch im Leben. Ich glaube, das Kraut ist nicht mal, sag jetzt mal, als Kraut zu erkennen. So, kann ich ihn jetzt killen? Nein, immer noch nicht. Nicht mal unbedingt als Kraut, sondern einfach so. Dem traue ich nicht. Einfach so als surreale Verschönerung. Versteht ihr, was ich meine? Hier haben wir einen Spiegel, das ist gut. Waffenteile. Stroh-Munition. Ich weiß nicht. Wie schaut denn unsere Munition aus? 99. 120 nur. Doch, ich glaube, das wird reichen. Und weil wir es noch gar nicht ausprobiert haben, kommt jetzt hier das Maschinengewehr. Da hoch müssen wir wahrscheinlich, aber jetzt heißt es erstmal da. Wir sind unterwegs. Sie werden es nicht schaffen. Wie beim letzten Mal, als Sie sie retten wollten. Verdammt! Sie kriegen mich nicht klein. Ich wollte gerade sagen, der will mich doch wohl verarschen. 10 Jahre eine Treppe rauflaufen lassen. Okay, wir laufen tatsächlich 10 Jahre eine Treppe hoch. Verdammt, wir sollten ein bisschen Munition sparen. Aber leichter gesagt als getan. Der sollte runtergehen. Dann können wir ihn killen. Und halt natürlich aufhören zu brennen. Das ging komplett in die Hose. Was nehmen wir? Schrotflinte? Jo. Wie geht's? Okay, denen geht's gut. Sie sind tot. Wir sollten vielleicht warten, bis sie näher sind, oder? Das war nah genug. Okay, Munition sparen klappt bei uns irgendwie nicht. Wir gehen eher Rambo-Taktik. Da drin höre ich auch Viecher. Okay, erstmal umschauen wegen Loot. Da ist hier noch einer. Ich höre jemand, aber ich sehe keinen. Ah. Aha. Hier haben wir noch Loot. Da kommen wir ja erstmal nicht durch. Zu viel Munition. Ja.
3 Schüsse. Das ist zu viel. Okay. Da hinten war der Schalter, ich weiß. Aber erstmal wird hier geschaut. Nicht, dass wir überrascht werden. Da hinten sind noch Viecher. Okay. Aber ich find's cool, dass der hoch kann das. So, und hiermit sollten wir jetzt eigentlich weiterkommen. Aber tatsächlich. Ist der down? Alter. Armbrust-Sniper oder was? Oh. Ernsthaft jetzt mit einem Schuss gekillt worden? Nice. Ist doch ein bisschen mehr Damage, als ich gedacht habe. Da hinten liegt noch was. Dann springt er halt nicht runter. Okay. Okay, erstmal Pistole ist auch kurz zu entfernen besser. Warum will jeder Union kontrollieren? Es ist nicht mal real. Union ist besser als die Realität. Union ist Morbius. Ihre Geister sind damit verbunden. Union zu kontrollieren heißt sie zu kontrollieren. Und mit ihnen kontrollieren wir die Welt. Wenn sie denken, ich helfe einem Arschloch wie ihnen, Arschlöcher wie die zu übernehmen, sind sie verrückter als gedacht. Meint ihr jetzt mit dem Augen die Viecher? Ich sag's mal so, ich höre andere Viecher. Schon, bevor jemand kommt. Unten ist keiner und die. Keine Ahnung, was mit denen ist. Möchte, obwohl Theodors Manuskript 2. Wenn ich zum Kern geworden bin und diese neue Welt in meiner Vorstellung errichtet habe, wird die Realität schnell folgen. Mobius hat bereits in allen Bereichen der Gesellschaft Fuß gefasst und sie waren dumm genug, sich selbst eine tickende Zeitbombe ins Gehirn zu pflanzen. Sie sehen sich als Wölfe und den Rest als Schafe, aber ich bin der Hüter und warte nur darauf, die Wölfe zu erlegen, wenn sie nicht aufpassen. Sobald Union in meine Hände fällt, sind die Tage von Mobius gezählt.
Okay, also er will nicht nur Juliet kontrollieren, sondern ganz Mobius für sich. Ein bisschen größenwahnsinnig. Also nicht nur eine Welt, sondern mehr. Aber an für sich würde das ja uns ja in die Karten spielen. Okay, ab den Spiegel, abspeichern, Munition schauen, dass wir hier noch irgendwas zusammenkratzen können. Haben wir eigentlich ein neues Gear? Ich glaube nicht. Nein, haben wir nicht. Okay, an dieser Stelle war es das auch wieder mit der Folge. Wir kommen dem lieben Theodor immer näher. Ich hoffe, diese Folge hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge, was, wie ich vermute, vielleicht sogar schon die letzte sein könnte. Bis dahin noch einen schönen Abend. Bis dann.